Es hat eine Gasexplosion in der Innenstadt gegeben. Es grenzt schon fast an ein Wunder. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr hat den Brand unter Kontrolle bekommen und das THW angefordert, um die in Mitleidenschaft gezogene... Durch einen Dammbruch ist dieses Wohngebiet gänzlich überschwemmt worden. Ein Hubschrauber der Polizei hat Personen entdeckt, die sich vor der Flut auf Hausdächer und Bäume gerettet haben. Offensichtlich konnten sie nicht rechtzeitig evakuiert werden oder haben sich geweigert. Es liegt nun am THW, diese Personen mit dem Mehrzweckarbeitsboot MZAB aus dem überschwemmten Gebiet zu retten. Der Zugführer verschafft sich einen ersten Überblick und schätzt die Lage ein. Das Gebiet ist gänzlich überschwemmt. Für die Rettung der Personen sollte die Fachgruppe Wassergefahren in Kürze eintreffen. Der Zugführer hat die Ortsbegehung abgeschlossen. Ein Gerätekraftwagen, GKW, sowie die Fachgruppe Wassergefahren mit einem LKW-Ladekran des Typs Cat-1 und einem Mehrzweckarbeitsboot sind eingetroffen. Die Fahrzeuge müssen direkt am Ufer abgestellt werden. Insbesondere der Cat-1 wird direkt am Ufer benötigt. Alle Fahrzeuge wurden in den vom Zugführer zugewiesenen Bereichen erfolgreich abgestellt. Bewege die Einsatzkräfte in die Nähe des GKW und rüste sie mit Rettungswesten aus. Nachdem die Einsatzkräfte sich die Rettungswesten übergezogen haben, kann das Einsatzgebiet nun zunächst einmal abgesperrt werden. Zur ordnungsgemäßen Absperrung der Straße sind auf dem GKW Pylone vorhanden. Rüste eine Einsatzkraft mit den Pylonen aus und platziere sie an den markierten Positionen.
Das Einsatzgebiet ist jetzt sinnvoll abgesperrt. Als nächstes wird das Mehrzweckarbeitsboot MZAB mithilfe des Ladekrans des LKW Kat 1 ins Wasser gehoben. Das Mehrzweckarbeitsboot MZAB muss zu Wasser gebracht werden, damit die vermissten Personen mit dem Boot gerettet werden können. MZAB ist jetzt im Wasser. Die Einsatzkräfte können das Boot jetzt bemannen. Bringe Einsatzkräfte zu den vorgegebenen Positionen, um sie in das MZAB einsteigen zu lassen. Das MZAB ist jetzt voll einsatzbereit. Es geht los. Alle vermissten Personen in dem überschwemmten Gebiet müssen gefunden und sicher ans Ufer kommen.
Hervorragend. Du hast alle vermissten Personen gefunden. Gute Arbeit. Der Einsatz ist damit abgeschlossen.